Und wir haben Hollow Bastion. Ja, von Beckampo, weiß ich, dass Stage sehr gerne mag und Robin scheint auch okay damit zu sein. Meine große Map. Der Down Smash, der for some reason immer Sheet poked. Sind wir biased für Beckampo? Nein, nein, wir sind nicht biased. Ach so, okay. Im Herzen sind wir natürlich immer fürs Upset, aber. Ich dachte, wir sind für Hamburg. Wir sind fürs Upset. Wir wollen hier viele Upsets sehen. Wir haben eben schon ein Upset gesehen von Beißel. Jetzt mal schauen. Start auf jeden Fall gut für Robin. Schon 100%. Ja. Und Peach natürlich auch ein Schade jetzt schon killt. Mit Fair. Haben wir oft gesehen. Ja, hier der Konter. Der ja, glaube ich. Der hat immer Set-Knockback oder so. Die ganze Zeit. Ja. Der scaled mit. Aber ja, der schöne Edge Guard. Nicht viele Chars können Inkling so einfach Edge Guarden. Oder typische Belcampo-Roller? Ja, nicht nur typische Belcampo, jeder Inkling-Spieler spammt den. Natürlich ein Tool, wenn es trifft, dann kriegt man unglaublich viel Reward raus. Belcampo macht hier sehr viele Aggressive Options aus dem Disadvantage, vor allem von Offstage. Ja, auch schwierig. Aber oder hat er den Roller? Okay. Aber er weiß wahrscheinlich, dass Robin sehr guten Mash hat. Robin ist ein kranker Masher. So, deswegen versucht er gar nicht erst vorbeizugehen und zu F-Smashen. Ab 100% ist er raus. Ja, glaube ich schon lange. Und hier, schön. Ist das Setup, was er uns immer vorhält. Ja, oft gezeigt. Ich habe noch nie gesehen, dass das funktioniert, aber schön, dass wir es hier sehen gegen Robin. Das war nice. Nice. Hab mich gefreut. Jetzt auf jeden Fall die Low-Prozent-Kombos von ihm. Oh, ja, da ist der Mist. Leider Mist. Oh! Robin zieht den Bob-Bob. Ja, Robin mal wieder komplett am Cheaten hier. So. Sag dir, wenn ich Peach in Venom spiele, ich bekomme sowas nie. Aber Robin kriegt sowas dreimal. Robin zieht sowas dreimal in Z. Aber er zieht halt auch die ganze Zeit Termit. Das ist wie mit Trips bei Kirby. Muss Main sein. Beeinflusst das. Und jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwierig für Belcampo. Aber Belcampo macht hier sein ruhiges Gameplay. Oh, und der Slide von Peach, habe ich noch nie gesehen. Oh, ist er 1000% raus, ist die Frage. Ja, ich glaube, er ist raus. 130 sollte... Ja, raus. Ja. Ich brauche auch ein sehr guter Setup-Throw für einen guten Edge Guard. Ja. Robin kommt hier nicht zurück. Das war aber ein Trade, das war knapp. Ja. Ist er in den Umbrella reingesprungen. Das ist nicht so einfach zu punishen, wie es aussieht tatsächlich. Vor allem, wenn er von unten kommt. Ja. Das ist ein sehr guter Hitbox nach oben. Aber hier wieder für die Low-Prozent-Kombos, die hat Belcampo gut drauf. Ja, es ist aber relativ even, also dafür, wie es angefangen hat, den Bob-Bomb, es ist wirklich sehr gut. Jetzt die Combo, leider wieder gemisst. Also wir sehen ja auch, Peach ist nicht einfach. Oh, die Fair. Da war wieder das aggressiv auf die Stage springen. Ja. Das kann natürlich sehr gut. Vom Knockback schon mal genervt. Man killt halt trotzdem bei 120 gegen Inkling. Sehr leichter Charakter. Sehr leichter Charakter und ein sehr, sehr starker Move. Was ich gar nicht wusste bis vor kurzem, Peach tut gar nicht einfach nur schlagen, die nimmt ihre Krone vom Kopf und schlägt mit der Krone, was natürlich auch klärt, warum es so krass ist, also so eine Krone würde ich nicht gerne ins Gesicht bekommen. Nur auf dem Kopf. Mal schauen, ob wir hier auf Hollow Bastion bleiben oder eine andere Stage gehen. Also Belcampo mag die Map, ich hab ihn sonst auf... Er hat irgendwie komisch Setup auf Yoshis, aber ich glaube, die wird eh gebannt sein. Ja, wir gehen wieder auf die Map und abgesehen von diesem Bomb-Op-Kill... War es eigentlich nicht schlecht für Belcampo? Er hat sich auf jeden Fall immer gut zurückgespielt. Ja. So ein sehr eher langsames Gameplay. Funktioniert. Ja. Also auch wenn natürlich ein Skillgap zwischen den zwei Spielern ist, in Ultimate ist alles möglich. Also abgesehen von der Skillgap ist es halt so, dass Belcampo seinen Gameplan immer sehr solide runterspielt. Ja. Und wenn der funktioniert, dann ist halt immer gut. Ja, und es hat zwar nicht funktioniert, aber es war... Besser als ich es erwartet hätte fürs Game 1. Ja. Aber Robin als Top-Player natürlich, gucken wir mal, wie die Adaption aussieht. Ja. Hast du auf jeden Fall wieder einen sehr guten Lead. Er tut hier auf jeden Fall Flex, ne, mit den Zeitbeats auf dem Wollte Distance aufbauen. Ja. Aber solange Belcampo noch lebt, ist vieles drin. Schöne Recovery auch. Klingt natürlich eine gute Recovery. Oh. Wir haben hier von Robin noch nicht einmal die Up-B gesehen. Die macht er ja ganz gerne als Mix-Up auch mal. Weil niemand wirklich ready dafür ist. Aber bisher hat er es auch noch nicht gebraucht. Ah, die Kombo. So, typische Peach-Kombos. Natürlich hat Inkling jetzt auch nicht unbedingt was Krasses, um aus der Kombo rauszukommen. Nee. Weiß nicht, ob sein Air-Dodge Frame 2 oder 3 ist. Wahrscheinlich 3. Es gibt Frame 2 Air-Dodges.
Ja, Peach zum Beispiel hat einen Frame 2 Air Dodge. Okay. Der Bayo auch, glaube ich. Bayo hat Frame 1 durch Bad. Ja? Okay. Und ich glaube, diese Rollers, die Brian hier immer wieder versucht, sind gegen Peach halt echt nicht so gut, weil Peach ist eigentlich selten auf dem Boden. Peach floatet immer. Ja, das stimmt. Und er floatet eben, Peach floatet eben natürlich dann auch immer über den Roller. Ich glaube aber, diese Nair-Trains, die Peach macht, dafür braucht er den Boden, um forward zu dashen, damit die connecten. Auf jeden Fall ein guter Lead hier von Robin. Ja, Brian, okay. Der Paco drückt einfach Jab. Jetzt wieder an der Ledge und Robin geht tief. Er will reversen, aber ja, hier ist das schon nicht so einfach, aus dem Ledge rauszukommen. Aber Brian findet einfach nicht den Kill. Böbel Kambo findet einfach nicht den Kill. Ja, Inkling natürlich auch so ein Char. Wenn du keinen Up-Throw-Up-Air bekommst, dann struggelt der Char oft. Schon gesehen, dass die Side-Beast nicht treffen. Oh, war hier ein bisschen zu spät für die Berg, ja. Und Peach natürlich auch viele Mix-Ups im Disadvantage. Oh, schön. Schön. Hey, jetzt müsstest du es halt nur noch killen, das wäre noch schöner. Ja, das wird ein Down-Throw. Oh, nein. Naja. Der Backthrow ist natürlich der schön. Das war sehr schön. Geparried. Schöne Backair. Und Backair. Ja, Brian Beckhambo auch ein Spieler, der gerne mal parried. Also er hat auf jeden Fall, ist ganz gut drin. Der weiß es halt viel. Der weiß dann, das ist das Parry-Timing. Ja. Mist ja mit dem Jab. Hat sich vielleicht zu lange die Hände abgewischt. Ja. Oder Rom weiß, SDI sehr stark. Wer es also nicht weiß, Beckhambo tut sich gerne mal irgendwie die Nase kratzen oder die Hand abwischen. Während des Jabs, weil der Inkling-Jab natürlich extrem lange braucht, wenn man nicht SDI'd. Oh, da. Und da holt sich Robin durch den Ledge-Bump das Game. Also ich bin gespannt, wie Beckhambo darauf reagiert. Jetzt hat er versucht, immer oft an die Kante zu gehen und einen Ledge gerade zu machen. Ja. Er wurde dafür aber auch oft selber gekillt. Also man sieht auf jeden Fall, dass es nicht einfach ist für Inkling da von der Ledge wegzukommen. Hat jetzt nicht so gute Options da. Und das nutzt Robin halt auch gut aus. Schauen, ob wir wieder auf dieselbe Stage gehen. 2-0 steht jetzt. Bebel Kambo hat gerade auf sein Handy geschaut, hat kurz die... Kurz die Prozente nachgeguckt, natürlich. Kurz nochmal studiert. Ja, die Inkling Mains lieben natürlich ihre... Ich bin gespannt, ob er jetzt wieder für Let's Chart geht, oder nicht. Und wir sehen wieder dieselbe Stage, wieder dieselbe Musik. Hätte man auch nichts anderes erwartet. Und... Ja, gut. Ja, also... Robin hat hier gar keinen Bock darauf, Reverse Freeout zu werden. Nee, der will hier schnell wieder Pause machen. Ja, jetzt... Der ist wahrscheinlich auch noch warm von letzter Runde gegen Weiße. Ja. Also, Brian kriegt hier gerade... Bebel Kamp kriegt hier gar nichts. Hier einmal so ein Abbi. Oh, Down Throw. Ja. Funktioniert offenbar nicht gegen Peach. Sollte allgemein nicht funktionieren, aber dass die Abbi trifft schon wieder. Das, wir kennen Bebel Kambo. Er kann das noch zurückspielen. Er kann das, aber finde ich nicht einfach, mit Inkling ein Comeback zu holen. Vor allem ist natürlich jetzt ein massiver Lead. Wenn du für einen Roller spielst, das geht einfach nicht. Ja, den wirst du nicht treffen gegen Peach. Peach floatet einfach. So, und wirst natürlich immer hart gepunished dafür und es tut natürlich weh. Oh, das. Und hier down. Kommt Bebel Kambo leider nicht zurück. Hm. Ja, kann man auch nicht viel zu sagen. Das ist gerade eine. Ja, es ist halt... sehr dominantes Game von Robin. Oh, das löst den Konter nicht aus. Jetzt kann Bebel Kambo halt nicht defensiv spielen und muss sich irgendwie eine Antwort ausdenken. Ja, das ist, nicht so ist leicht halt auch so ein bisschen... Wenn man gegen Robin 2-0 zurücklegt, so ein Game beginnt, was will man da auch groß machen, so? Ja, Robin... Da weiß man irgendwie auch schon, dass es vorbei ist. Sehr viel. Brian macht es zwar gut weiter, aber... Er spielt seinen Gameplan weiter runter, aber Robin hat... wahrscheinlich sehr gut adapted jetzt at the moment. Ja. Also entweder adapted oder hat am Anfang direkt einen Zero-to-Death getroffen. Ja, das war so. Auf jeden Fall. Hier funktioniert die Nair nicht. Und ab Smash, Sour Spot. Der will wieder eine Side-B. Das sehe ich. Was wir im und oh, das ist der Spike von der Abi. Down Air, natürlich extrem langsam, aber riesen Hitbox. Da aber ist er wieder reingefährt. Wie bei Kampf hier sehr oft einfach früh gesprungen. Ja, wir sehen ja den JV Freestock. Ja. Ja, dann sehen wir jetzt Losers Final oder Winners Final. Wer ist denn jetzt? Im Losers Final haben wir Robin TG. SDN hat 3-2 gewonnen. Schade. Robin TG gegen SDN. Ja. Schade. Ich glaube, das Game hatten wir, das Set hatten wir heute tatsächlich noch nicht. SDN war in deinem Pool, ne? Ja. Dann nicht, nein. Aber mal schauen, was wir zuerst sehen.